Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Josef Leisen. Heute zum verstehenden Lesen in 6 Schritten am Beispiel eines Textes aus der Berufsschule, aus dem Berufskolleg. Dieser Text zum Thema Hygiene in der Bäckerei, in der Konditorei, ein Text aus einem Lehrbuch. Und die Grundfrage des verstehenden Lesens lautet immer, wie schaffe ich es, dass meine Schülerinnen und Schüler den multimodalen, analogen Text über längere Zeit intensiv verstehend bearbeiten. Und hier steht verstehend bearbeiten und dort steht nicht nur lesen, sondern bearbeiten. Und das ist anstrengend und dazu muss man tief in den Text eintauchen. Und das werde ich Ihnen zeigen. Und meine Antwort lautet, die Schülerinnen und Schüler bearbeiten den Text mit spezifischen Leseaufträgen mehrfach nach verschiedenen Lesestilen und dabei erstellen sie Leseprodukte. Und das zeige ich Ihnen nun an diesem Text. Im ersten Schritt, dem Orientierenden, dem Vorwissen aktivieren, da wird zum Thema hingeführt, Vorwissen wird aktiviert und gegebenenfalls vorentlastet. Und das könnte anhand einer solchen Abbildung geschehen, dass die Schülerinnen und Schüler hier der Frage nachgehen, welche jene Maßnahmen müssen in einer Konditorei, in einer Bäckerei betrieben werden, dass hier solche Fragen einfach ins Plenum kommen und zum Thema hingeführt wird. Das geht relativ schnell und damit sind wir auch schon beim zweiten Schritt, dem orientierenden Lesen. Und das orientierende Lesen bedeutet, im eigenen Tempo lesen, ohne alles verstehen zu wollen und verstehen zu müssen. Jede lesende Person hat ihr eigenes Tempo und das können Sie niemandem verwehren, das müssen Sie den Schülerinnen und Schülern lassen. Das führt zu einer Verzögerung und zu einer großen Spannweite in der Lesegeschwindigkeit. Und die zweite Botschaft, die hier drin steckt, ohne alles verstehen zu wollen und verstehen zu müssen, das bedeutet, es geht nicht um das Verstehen, es geht hier um einen ersten Eindruck, um eine Orientierung und deshalb verbietet sich im Nachgang die Frage, was habt ihr verstanden, was habt ihr noch nicht verstanden. Und der Leseauftrag lautet, lesen Sie den Text ohne Stift und Marke orientierend durch. Das heißt, Sie lesen den Text im eigenen Tempo und müssen noch nicht alles verstehen. Wenn Sie fertig sind, verhalten Sie sich absolut ruhig und lesen Sie nochmal, bis der neue Auftrag kommt. Und ein neuer Auftrag nach einer gewissen Lesezeit und wenn ich merke, viele sind fertig mit dem Lesen, natürlich noch nicht alle, dann gebe ich ein Signal und der neue Auftrag kommt. Alle drehen das Blatt um, zeigen Sie nun auf und ich nehme Sie dran, sagen Sie in einem Satz etwas, an das Sie sich erinnern. Dort steht nicht verstanden haben, sondern an das Sie sich erinnern. Also es werden Informationen aus dem Text in rascher Folge genannt. Ich rufe die Schüler auf, indem ich nonverbal auf die Schülerinnen und Schüler zeige. Die nennen ihren Satz und so geht die Meldekette relativ rasch vonstatten, mit dem Ziel, möglichst viele zu Wort kommen zu lassen. Und wichtig ist, dass Sie Falsches nicht korrigieren, dass Sie es zunächst einmal stehen lassen und dass die Kette läuft, läuft, läuft. Denn das, an das sich die Schülerinnen und Schüler erinnern, das ist nur ein Arbeitsgedächtnis gespeichert, das hat nur eine kurze Speicherdauer und deshalb muss diese Kette relativ rasch ablaufen. Wenn sie versiegt, dann wird die Kette beendet und wir kommen zum dritten Schritt. Und der dritte bis zum sechsten Schritt bearbeiten die Schülerinnen und Schüler auf dem Arbeitsblatt. Diese drei Schritte dienen der Vorbereitung und dann kommen wir zum vierten Schritt, dem intensiven Lesen. Und hier wird der Text bearbeitet, intensiv bearbeitet. Und die Schritte 5 und 6 dienen der Sicherung, der Bewertung, der Nutzung. Das sind die 6 Schritte und die werde ich Ihnen nun ganz konkret an diesem Beispiel explizit zeigen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach dem Schritt 2, nach dem orientierenden Lesen, erhalten sie diese Leseaufträge. Und Sie werden gleich feststellen, dass es sich hier um niederschwellige Leseaufträge handelt. Dann gibt es eine Reihe an höherschwelligen Leseaufträgen und endend mit hochschwelligen Leseaufträgen. Es ist also eine gestufte Folge von
Leseaufträgen, insgesamt 6 Leseaufträgen. Es werden hier auch Wort- und Lesehilfen mit auf den Weg gegeben, begleitend. Und nun die Leseaufträge zum selektiven Lesen, die niederschwelligen Leseaufträge. Unterstreichen Sie alle Wörter, in denen Hygiene vorkommt in dem Text. Einfach kann jede Schülerin und Schüler ohne großes Nachdenken werden die Begriffe markiert, in denen das Wort Hygiene vorkommt. Beantworten Sie folgende Fragen schriftlich in ganzen Sätzen. Die Antworten finden Sie im Text. Wo dürfen Lebensmittelabfälle nicht gelagert werden? Die Antwort findet sich im Text. Einfache Aufgabenstellungen, und hier geht es darum, dass alle noch einmal in den Text hineingehen und hier anhand von einfachen Aufgaben den Text noch einmal lesen und sehr selektiv. Auch diese Aufgabenstellung, Leseaufträge zielen noch nicht auf das tiefe Verstehen ab, sondern das wird im dritten Schritt, findet das statt. Zeichnen Sie auf ein DIN A4-Blatt 6 Gebotsschilder oder durchgestrichene Verbotsschilder zur Vermeidung der Übertragung von Keimen auf Lebensmittel. Tauschen Sie sich mit Ihrem Partner aus, also es könnte solche Zeichnungen könnten da angefertigt werden, Gebots- oder Verbotsschilder, sodass noch einmal der Text in eine andere Darstellungsform übertragen wird. Das ist der Hintergrund. Und es müssen nur mal einige Passagen dann in eine andere Darstellungsform, nämlich eine Skizze, übertragen werden. Vierte Aufgabe, Leseauftrag, füllen Sie die Tabelle aus. Und hier wird eine Situation in der Konditorei beschrieben. Jana tritt ihre Arbeit an und die Chefin sagt, ich brauche noch eine Bescheinigung. Und Jana, welche Bescheinigung und warum? Ich arbeite doch nicht an der Theke. Also was ist Ihre begründete Antwort? Und hier muss das, was im Text zu finden ist, muss anhand der Situation in eine begründete Antwort zu dieser Situation umformuliert werden. Hier ist also eine eigenständige Bearbeitung notwendig, höherschwellige Leseaufträge. Und nun kommen wir zu hochschwelligen Leseaufträgen. Zunächst einmal informieren Sie sich über die Belehrung unter der folgenden Adresse. Dort wird noch einmal der Sinn und das Vorgehen einer sogenannten Belehrung über die Hygienemaßnahmen wird dort noch einmal gezeigt. Aufgabe 6, beantworten Sie schriftlich folgende Fragen. Die Antworten finden Sie nicht im Text. Wenn der Freund von Jana eine ansteckende Krankheit hat, was muss die Chefin unternehmen, wenn sie das erfährt? Die Antwort findet sich nicht im Text. Und hier ist vielleicht nochmal eine Recherche notwendig. Und stellen Sie im Zusammenhang mit Covid-19 eine Liste mit möglichen Vorfällen aus Ihrem Betrieb zusammen und nennen Sie und begründen Sie Ihre Reaktionen in der zweiten Spalte. Also hier wird das Gelernte, das Gelesene, das Bearbeitete wird angewendet auf die eigene Erfahrung. Was ist das Geheimnis dieses Vorgehens in 6 Leseschritten? Nun, wenn die Schülerinnen und Schüler diese Leseaufträge bearbeiten, dann erstellen sie vielfältige Leseprodukte, nämlich einfache Unterstreichungen, einfache Fragen werden beantwortet, werden Zeichnungen angefertigt, eine Tabelle wird ausgefüllt, es wird sich darüber ausgetauscht, es findet eine Internetrecherche statt und nicht zuletzt, es werden Fragen beantwortet, anspruchsvolle Fragen. Mit anderen Worten, insgesamt gehen die Schülerinnen und Schüler hier mehrfach in den Text hinein mit immer neuen, anderen Leseaufträgen, die zu erfolgreichen Leseprodukten führen. Das hier vorgestellte Verfahren in den 6 Schritten beantwortet dann auch die Grundfrage des intensiven verstehenden Lesens. Dahingehend, die Schülerinnen und Schüler bearbeiten den Text mit spezifischen Leseaufträgen mehrfach nach verschiedenen Lesestilen und sie erstellen dabei Leseprodukte, erfolgreiche Leseprodukte. Das ist der Kern dieses Vorgehens des verstehenden Lesens in 6 Schritten, hier am Beispiel aus eines Sachtextes aus der Berufsschule. Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann würde es mich freuen, wenn Sie meinen Videokanal abonnieren, jeden Sonntag ein neues Video und
Sie können gut und gerne vieles auf meiner Webseite nachlesen und auch dort herunterladen. Und nicht zuletzt empfehle ich meine Bücher. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Unterrichten, insbesondere beim Lesen von Sachtexten.